Die Frau im roten Kleid. Die Leute gingen auf Trümmergrundstücke, zogen Grünzeug aus der Erde und kochten sich eine Suppe daraus. Und die Männer drehten sich eine Bull Durham oder rauchten Wings, 10 Cent die Packung. Und die Hunde waren dürr und die Katzen waren dürr und lernten wieder Mäuse und Ratten fangen. Und die Hunde schnappten sich die Katzen und killten sie, einige davon. Und Taschenratten wühlten sich durch die Erde und die Leute killten sie, indem sie Gartenschläuche an die Auspuffrohre ihrer Autos anschlossen und die Schläuche in die Rattenlöcher steckten. Und wenn die Ratten herauskamen, wichen die Katzen und die Hunde und die Menschen vor ihnen zurück. Sie liefen im Kreis und bleckten ihre langen, dünnen Zähne. Dann blieben sie stehen und zitterten. Die Katzen gingen auf sie los und hinter den Katzen kamen die Hunde. Die Leute hielten sich Hühner in ihren Hinterhöfen und die Hähne waren schwach und die Hühner mager und die Leute aßen sie auf, wenn sie nicht schnell genug Eier legten. Und der schönste Tag war, als John Dillinger aus dem Gefängnis ausbrach und der traurigste Tag, als die Frau im roten Kleid ihn verpfiff und er abgeknallt wurde, als er aus diesem Kino kam. Pretty Boy Floyd, Babyface Nelson, Machine Gun Kelly, Ma Barker, Alvin Karpis, wir verehrten sie alle. Und in China gab es einen Krieg nach dem anderen. Keiner dauerte lange, aber die Zeitungen hatten ihre dicke schwarze Schlagzeile. War in China! Die 30er Jahre waren eine Zeit, in der die Menschen nicht viel hatten und es nichts gab, hinter dem man sich verstecken konnte. Und dieses Bull Durham-Emblem an der Schnur, die aus der Hemdtasche hing, das zeigte, dass man was los hatte, dass man sich eine Zigarette mit einer Hand drehen konnte. Man hatte jede Menge Zeit zum Üben. Und wenn einen jemand schief ansah oder etwas sagte, was einem nicht passte, knallte man ihm sofort eine aufs Maul. Es war eine prächtige Zeit, in der man sich kein Gelaber anhören musste. Vor allem, nachdem wir uns Herbert Hoover vom Hals geschafft hatten.